liebe Bücherwürmer. Heute schauen wir uns lustige, peinliche und merkwürdige Dinge an, die ich auf Tumblr gepostet habe. Und zwar machen wir heute mal was ganz anderes. Wir schauen uns nämlich an, was ich früher so auf meinem Tumblr-Account gepostet habe. Ich habe da bestimmt schon seit Ewigkeiten gar nicht mehr richtig reingeguckt. Ich fand Tumblr früher total klasse und habe da jeden Tag drauf geschaut, weil das auch so für mich eine Art Newspaper war. Da wurde alles gepostet, was irgendwie aktuell war. Vor allem, wenn man so in dem Bereich von verschiedenen Fandoms unterwegs ist. Da war das die beste Newsquelle. Und natürlich hat man auch viel Quatsch auf Tumblr gemacht. Man hat viele lustige Sachen gepostet und auch viel Blödsinn. Und ich dachte, wir schauen heute einfach mal in meinen alten Tumblr-Account rein und gucken uns das Ganze mal an. Keine Ahnung, ob das überhaupt so funktioniert. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich habe meinen Laptop hier auf meinem Schoß und ich würde sagen, wir klicken auch direkt mal auf die Website. So, das ist die Startseite, wenn man jetzt drauf kommt. Und ja, ich glaube, das letzte Mal vor 9 Monaten habe ich da was gepostet. Und das ist alles, ja, Percy Jackson oder Marvel, Sherlock. Und dann sind Sachen, die ich vor einem Jahr gepostet habe. So, gucken wir jetzt mal auf die zweite Seite, wie lange da die Sachen schon her sind. Na, ein Jahr, das geht ja noch. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass es vielleicht noch älter ist. Man sieht auch immer so ein bisschen, in welchem Fandom ich da gerade unterwegs war zu der Zeit. Schlimme Maxima-Phase, würde ich sagen. Auch alles noch für einem Jahr. Schauen wir doch mal direkt jetzt, wo es spannender wird. Vielleicht Seite 10 oder sowas. Da sind ganz viele Hipster-Fangirl-Fashion-Fotos, wie ihr seht. Gehen wir jetzt mal einfach aus Gag auf Seite 100. Und Seite 100 existiert tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was sehen wir da? Harry Potter. Whenever I read the Harry Potter books, I get angry when Ron and Harry are complaining about how much homework they have. You are doing magic homework for your magic classes at your magic school with your magic friends. I would gladly trade places with you. Want to do my muggle homework? Stop complaining. Oh, und ein wenig Kunst. Wieder ganz viel Unterschiedliches, tolle Frauen. Und das ist vor 3 Jahren erst? Also Moment, da müssen wir doch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Das ist ja langweilig. Arztwehr. Es gab mal im Sherlock-Fandom das Siezlog, das sogenannte. Das Siezlog ist entstanden dadurch, dass die deutsche Sherlock-Übersetzung so schlecht war und die sich immer gesiezt haben. Und daraus ist dann auch Arztwehr entstanden. Wie man sieht, mit Günther Jauch als Doktor. Machen wir mal 600 aus Gag. Oh mein Gott, das hat sogar 600 Seiten. Oh mein Gott. Vor 5 Jahren auch erst. Die letzte Seite, die ich hier finden kann, ist Seite 722. Gucken wir doch mal rein, was auf Seite 722 gepostet wurde. Und ich sehe Twilight. Geil. Okay, das erste, was ich auf diesem Account scheinbar vor 6 Jahren mal gepostet habe, ist ein Hunger Games Plakat, noch mit einem Fancast. Tumblr ist eine Art Portal, auf der kann man sich einen Account erstellen und das läuft dann ein bisschen wie auf allen anderen Social-Media-Kanälen. Man hat ein eigenes Dashboard. Man kann verschiedene Sachen liken, Accounts folgen und die erscheinen dann auf dem Dashboard. Und dann kann man einfach auf Repost gehen. Ich weiß gar nicht mal, ob das so heißt mittlerweile noch. Und dann erscheint das auf der eigenen Website. Und das war zu der Zeit, als der Cast für Hunger Games gerade erst draußen war. Hier in dem Fall wurde Primrose gerade erst gecastet. Das ist ja echt interessant. Boah, wie lange das einfach schon her ist. Da stand der Cast für den ersten The Hunger Games Film. Vor 6 Jahren. Verrückt, oder? Verrückt. Ja, was ich 6 Jahre lang im Internet getrieben habe, wollen wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen auffächern. Ich meine, wir könnten jetzt uns 722 Seiten auf meinem alten Tumblr-Account angucken. Aber da würdet ihr wahrscheinlich ziemlich viel, ja, Trash und Durcheinander finden. Deswegen lasst uns das Ganze doch jetzt mal ein bisschen sortieren. Ja, und dazu schauen wir uns doch jetzt mal an, was hier oben ist. Der Index, da kommst du eben ganz normal da drauf, About, das ist einfach ein bisschen was über mich.
Fact, Tags und Graphics. Gucken wir uns doch jetzt erstmal an, was ich bei Graphics noch alles drinnen habe. Ich arbeite auch gerne mit Bearbeitungsprogrammen und erstelle meine eigenen Grafiken. Das war schon immer ein Hobby von mir. Ich würde aber jetzt gerne mal wissen, was die erste Grafik ist, die ich überhaupt auf meinem Tumblr gepostet habe. Und dazu müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder extrem viele Seiten zurückgehen. 35 Seiten! Und das ist schon irgendwie extrem viel. Wenn man mal so überlegt, 35 Seiten mit Grafiken. Und die erste Grafik, die ich gemacht habe, können wir nicht aufrufen, weil die scheinbar auf Photobucket gehostet wurde. Und Photobucket ist jetzt tot. Es war aber, wie man hier lesen kann, eine Draco Malfoy-Grafik. Ah, das zweite, was ich gepostet habe, war eine Hermine-Grafik für eine Harry Potter 30-Day-Challenge. Most Beautiful Character. Und da habe ich mich scheinbar für Hermine entschieden. Hermione, but I think she is not really beautiful in the books. There it might be Fleur. Oh Gott. Also da habe ich noch nicht mal über meine Texte drüber geschaut scheinbar. Und was mir dein Kopf geschossen ist, keine Ahnung. Das waren beispielsweise Requests, die ich gemacht habe. Da haben mir random Leute, die ich nicht kannte, Nachrichten in mein Postfach geschrieben und ich habe dann Grafiken für die gemacht mit irgendwelchen Pairings oder Leuten, die die haben wollten. Warum ich das getan habe? Ich hatte vielleicht zu viel Zeit und wollte Sachen bearbeiten. Oh, super. Das ist auch richtig schön. Sachen, die nicht gezeigt werden können, weil Photobucket kaputt ist. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Man weiß ja nie. Philipp Posell, da habe ich mal eine Schriftgrafik gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das im Fachjargon nennt. Und oh, Doctor Who, her name was Rose. Da kriege ich direkt die Feels, weil Rose ist auch so einer meiner Lieblingscharaktere bei Doctor Who. Oh, das ist auch super. Das ist ein ganz tolles Meme. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab mal auf Tumblr den Wunsch, die Twilight-Filme aus der Perspektive von Bellas Vater zu erzählen. Und da war der Titel My Daughter's Dating a F***ing Vampire. Und daraus hat dann jemand diese wunderschöne Grafik hier gemacht und ich wollte da so ein richtig tolles draus machen und habe dann mitgemacht bei diesem Gedöns und dann mein eigenes Filmposter sozusagen dazu erstellt, weil ich das so lustig fand, das aus Charlies Perspektive zu erzählen. Meine eigenen Grafiken sind eigentlich gar nicht so spannend für euch, aber ich dachte, ich zeige euch mal, was ich sonst in meiner Freizeit so mache. So, Tags, Meisters, Animations, Graphics, Pixbams, Requests. Das ist das so, was ich euch gerade grob gezeigt habe. Movies to watch in 2014. Das könnte auch richtig peinlich sein. Ich glaube, da klicken wir jetzt mal direkt als erstes drauf. Wie man sieht, ich habe von meiner Liste ungefähr nicht einmal die Hälfte geguckt. Und ich glaube, von den Filmen, wir gucken jetzt mal, ob ich es vielleicht noch geschafft habe, ein paar der anderen Filme zu schauen. Nein, tatsächlich nicht. Violet and Daisy habe ich jetzt mittlerweile aber mal auf DVD. Lovelace habe ich gesehen tatsächlich. Yes! Dallas Buyers Club habe ich gesehen. Und ich glaube, Paranormal Movie habe ich auch gesehen. Warum ich den aber sehen wollte, kann ich mir nicht erklären. Den neuen 300-Film habe ich auch gesehen. Beauty and the Beast von 2014. Ja, den habe ich auch gesehen. Okay, und Muppets Most Wanted. Also gar nicht mal so schlecht eigentlich von der Statistik her. Dann Lea at Night. Okay, gucken wir mal, was ich hier für einen Quatsch geschrieben habe. Den finde ich auch gut. I just wanted to look for some nice music. I didn't mean to learn the Cup Song instead. Ja, ich habe mal nachts den Cup Song gelernt aus Pitch Perfect. So, was ich auch noch sehr cool und spannend finde, euch zu zeigen, sind die Sachen, die im Alternative Universe Tag drin sind. Das finde ich zum Beispiel ganz interessant, als Alternative Universe Sache euch zu zeigen. Das ist nämlich eine Alternative Universe Grafik von Les Miserables. Das ist ja eigentlich nicht 2013 und 2004 spielt in Paris, aber ich finde es total schön umgesetzt als Pixpam. Mein Herz. Und hier ist schon wieder Les Miserables. Also vor 4 Jahren war ich in einer sehr schlimmen Les Miserables-Phase, wie man sieht. Kommen wir jetzt eigentlich zu meiner Lieblingsseite, die ich ab und an auch nochmal besuche auf meinem Tumblr. Die habe ich einfach mit Sachen, über die ich immer lachen muss, markiert. Also wenn ich sage, die besuche ich manchmal noch immer, meine ich so einmal im Jahr. Okay, tatsächlich finde ich das gar nicht mehr lustig hier, den Post. Restricted Employees Only aus Scarlett Johansson. Ja, das finde ich aber immer noch extrem lustig. Diese Grafik, die feiere ich total ab. Wer auch immer das gemacht hat, grandios. Ah!
es heißt auch nicht Repost, wie ich gerade festgestellt habe, es heißt Reblock. Das mag ich auch total gern. Jackie Chan hat das nämlich selber von sich gepostet. Und ich meine, wie cool muss dieser Typ sein, dass der das einfach von sich postet. Und manchmal sind es auch einfach so random Sachen, die mich zum Lachen gebracht haben, wie Littlefinger mit dem Burnbook. Oh, und das finde ich auch richtig, richtig gut. So I'm moving into a new apartment and I was told that the room had been damaged, but nothing could have prepared me for the fact that someone carved Li Shang's head out of the bathroom door and written we must defend the Huns on it. Manchmal denke ich mir, was ist mit den Leuten los? Und umso cooler, dass die Leute das ins Internet stellen und Style haben lassen. Boah, und dieses Bild ist auch großartig. Ich meine, schaut euch das mal an. Im ersten Moment denkt man so, okay, random Leute, die irgendeinen Sport feiern. Das ist Jeremy Renner, Gordon Ramsay und James McAvoy in der Mitte. Das ist so ein merkwürdiges Bild, vor allem, weil die beiden einfach auch nackt sind, beziehungsweise einfach kein T-Shirt anhaben. Dieses Bild hat mich immer mega irritiert, weil ich dachte so, du kennst sie doch alle. Ja, Taylor Swift, Paris Hilton und Jennifer Lawrence. How to Train Your Dragons, Khaleesi. Jetzt möchte ich euch einen meiner liebsten Beiträge auf Tumblr zeigen, die ich immer wieder mir gerne anschaue. Und zwar ist das ein Robert Pattinson Appreciation Post. Da erzählt er einfach alles über seine Haltung zu Twilight. Und ich finde es extrem witzig, wie er damit umgeht, ne? So, da habe ich nämlich diese Grafik hier direkt mal rausgesucht. People who hate the Twilight Saga, normal people, Potterheads, Robert Pattinson. Also Robert Pattinson hasst von allen Leuten auf der ganzen Welt am meisten Twilight. Das finde ich extrem witzig einfach. Ja, und auf Tumblr ist es auch so gang und gäbe, dass man alles, was man irgendwie im Internet findet, mit irgendeinem Fandom verbindet. Wie beispielsweise diese Zettel, den jemand an das Auto geklebt hat, nachdem er es gecrashed hat. Und das ist unterschrieben mit Jim. Und die Leute aus dem Sherlock-Fandom wissen natürlich, wer damit gemeint ist. Niemand anderes als Moriarty. Und wo wir gerade bei Moriarty sind. Das Internet. Das Internet. Oh, die Mariachi-Band. Die Mariachi. Das ist eine Sache, die hätte ich extrem gerne selber mal in meiner Uni-Zeit oder in meiner Schulzeit gehabt. Remember, switch off your mobile phone. Und diese Dozentin oder dieser Dozent oder diese Lehrerin oder Lehrer verlangt, wenn das Handy klingelt, dann muss man vor allen anderen Leuten immer einen Tune of the Week preisgeben. Und in dem Fall ist es Ice Ice Baby. Oh, die deutschen Bahnsachen, die könnt ihr bestimmt auch gut nachvollziehen. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Your station, we won't stop there today. Your train is late. Oh wait, your train is cancelled. Sachen, über die ich immer wieder lachen muss. Der Typ sieht einfach genauso aus wie der von Ratatouille und findet es selber total geil, dass er so aussieht. Oh, und die Jamie Lannister-Sache. Ah. Wenn ihr die Schreckfilme gesehen habt und diesen Moment kennt, wie er den Helm abzieht und Jamie Lannister, das ist einfach, das ist eins zu eins das Gleiche. Warum Internet? Warum? Und dieses Meme mag ich auch wahnsinnig, wahnsinnig gerne, weil das nämlich irgendwie so zeigt, was Arthur Conan Doyle über die Sherlock-Charaktere in der BBC-Serie so denken würde. Are you wearing any pants? No. Und er nur so. Facepalm. Ich bin jetzt nochmal so auf die Seite zurückgegangen, auf der es noch Bilder von mir gibt. Und da habe ich das gefunden. Ist das nicht genial? Ich habe nämlich den Percy Jackson Pappaufsteller vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren habe ich den bekommen. Da bin ich zum Kino gefahren, habe mir den abgeholt. Ja, und seitdem steht der unnötig rum und nimmt extrem viel Platz ein. Um euch mal zu zeigen, wie so ein Tumblr-Dashboard aussehen kann und was ich da so überhaupt gefolgt bin für Tags, die man hier an der Seite sieht. Das ist Arztwehr, Cornelia Funke, Florian Silbereisen, aus Gründen, die ich euch gleich zeigen werde. Les Miserables, Lucas Stern, Maxim of Twins, Merrill, Trincon, Romola Gray, Sherlock und Irene. Talion Grace und Taluk, also sehr viel OTP-Kram. Die Florian Silbereisen-Sache muss ich euch noch erklären, weil sie ist sehr lustig. Und zwar wurden englische und amerikanische Memes übersetzt auf Deutsch mit einem Google Translator und dann wurde ein Bild von Florian Silbereisen im Hintergrund genommen. Es wird Mai sein. It's gonna be May, das Meme. Was haben wir hier noch? Ich bin ja jetzt direkt im Nageltes. Nailed it. Mit DJ Ötzi. Das hier finde ich auch ganz großartig. Nimm immer eine Banane auf eine Feier.
Ja, Dr. Who und Dr. Who. Deswegen ist der Florian Silbereisen-Tag bei mir immer drin gewesen, weil das einfach so lustig war, was da immer für Quatsch gepostet wurde. Ja, ich würde sagen, so viel dazu zu Sachen, die ich früher auf Tumblr gepostet habe. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in meine Internet-Historie gefallen. Das war ja mal was ganz anderes, was wir hier heute so gemacht haben. Mich würde es natürlich total interessieren. Verratet mir doch eure Meinung dazu unten in den Kommentaren. Und ich würde von euch jetzt gerne wissen, ob ihr früher auch auf Tumblr wart oder immer noch einen Tumblr-Account habt, in dem ihr manchmal aktiv seid. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Von mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein geekiges oder buchiges Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer! Unter Liberiarium. Ist natürlich so interessiert.